Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier bei dem Quest eine denkwürdige Nacht und da haben bis jetzt alles erledigt, sind hier gerade auf einen Drachen gestoßen und haben die Big Kalchit befragt und gekauft, verkauft und uns noch unterrichten lassen im Schlossknacken. Eigentlich sind wir auf dem Weg nach Morvunskar, wo die Hochzeit stattfindet. Und das dürfte, glaube ich, hier oben sein, so wie es aussieht. Und wir laufen da gerade mal den Kachit hinterher. Ja, damit wir das auch schon... Ja, Entschuldigung, wirklich. Dass wir das auch mal schnell hinter uns bringen. Da, Schneebären. Ich kann es nicht lassen, Leute. Ist eben so. Okay. Sicher ist sicher. Und da schauen wir gleich mal wieder die Magie. Ich könnte den auch gleich mal da reinsetzen. Ja, wir müssen darauf. Es nützt nichts. Und damit wir schneller laufen können, habe ich da jetzt gleich einmal einen Wiederherstellungszauber, der auch die Ausdauer wiederherstellt. In der linken Hand. Das birgt natürlich die Gefahr, dass ich da allein auf... das ist eine... Ja, ich habe gedacht, das ist eine Höhle. Sorry, Leute. Ja, das ist wieder der unendliche Weg, schätze ich mal. Blaue Bergblumen. Was ist denn das da? Ah, Kriechranke, ja, das ist für Gifte gut. Und jetzt wieder mal zurück, ja, in die Magie und Illusionen. Na, was war denn das Heldenmut? Was war denn das für ein Schmarrn? Das brauchen wir gleich gar nicht. Hellsehen, ja. Darauf geht's. Ja. Ja, okay. Da ist die Hochzeit. Gut, so weit kann es nicht mehr sein. Und da haben wir schon Feinde. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Ja, aber welche Art von Herausforderer? Ja. Ich werde euch brennen. Oh, Zauberer. Wenn das ein Feuermagier... Die sind ja cool. Wovor ich am meisten Angst habe, sind die Beschwörer, weil die drehen mir nämlich die Tremor-Fürsten um und dann kämpfen die Jungs gegen mich. Und das will ja keiner von uns, oder? Wir haben da jetzt einen verbesserten Schutz. Den legen wir gleich einmal an. Und dann nehme ich da... Ja... Was soll ich denn da nehmen? Blitzmagischer Schaden eben für die Zauberer. Gleich zwei von den Jungs. Ich ehre meine Herren, bin eurer Verdienst. Ich werde euch mit Freuden töten. Und noch ein Zauberer da oben. Ja, jetzt hat es mir die Sprache verloren. Das war schon alles. Da oben ist noch wer. Haha. Oder da unten? Ah, die ist ja noch da. Das war nicht unbedingt der coolste Move, den wir da hingelegt haben. Ja, unsere Tremoras haben sie ja auch vernichtet, kann das sein? Und Feendal? Feendal! Ich suche jetzt mal Feendal. Wo warst denn du jetzt? Der steht da mitten im Feuer. Ich glaub's ja nicht. So, durchsuchen wir die Beschwörer. Genau das wollte ich ja nicht.
Die haben kein Gewicht, das nehme ich doch einmal mit. Und den Eisendolch kannst du dir sparen. Ja, einen ganzen Haufen von Magiern hier. Aber ihr seht Magier. Wir haben noch keinen Erzmagier erwischt, aber... Ja... Ja, verkaufen können wir das Zeug, ja. Und umsehen hier. Fass. Leer. Und Fass. Ja, super, das war wieder notwendig. Feendall, geh aus dem Weg. Da waren die ersten, da ist ja noch wer da oben. Haben wir die zerbrutzelt? Ne? Wo ist denn die hin? Da muss es doch noch mehr geben. Das waren ja 5 Stück an der Zahl. Ja, ich schnaufe mal da durch und ja, schaue mir das von außen an. Dann laufen wir darauf. Ja, wir schauen uns einmal um. Einfach so, flux. Bevor uns noch was überrascht. Ja, anscheinend gibt es da wirklich nichts mehr. Wir gehen da ordnungsgemäß die Stiegen runter und rauf. Ja, die haben da auch ein Gelage gefeiert. Wein ohne Ende. Naja, gut. Ja, okay. Ich schätze mal, das haben wir hier. Aber da sollte ja eine Hochzeit stattfinden und ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt so ausgeartet ist. Du? Eismagier, komm her. Dolche sind cool, Gold und ja, die schwarze Magier, ja, verkaufen wir auch. Ist ja nicht schwer. Und hier sind wir rein und jetzt sollten wir mal einen Überblick bekommen hier. Die haben wir durchsucht. Da hinten drin ist gar nichts. Da waren wir ja schon. Ah, da sind wir oben drüber gelaufen. Ja, okay. Da ist nicht Ruhe. Ja, seht ihr doch. Mhm. Hurra, 10 Gold, Seelenstein und einen Zaubertrank zum Verscherbeln. Und die Vögel zwitschern da zwischendrin, ja. Ah, die haben ein unbeschwertes Leben, nicht so wie unsere Kämpferin hier. El Pacino, du lebst mir da ein wenig weiter. Okay, also wir müssen da jetzt rein. Dann machen wir das ganz einfach wieder so und wenn da drinnen wirklich diese blöden Magier warten, dann werde ich diesen Schutz gleich einmal nehmen und in die rechte Hand. Was haben wir da? Ein Schwert. Auf geht's. Komm. Das sind Magier und die kommen in Haufen. Ich rieche Schwäche. Ja, wo? Sie saufen Tag und Nacht. Und ich? Das ist Schwäche. Hier, los geht's. Beschwöre Adepten. Beschwörer Lehrling?
ein ernstzunehmender Gegner. Okay. Das mit dem Zauber haut bei den Adepten und bei den Lehrlingen hin. Ich bin mir ja nicht sicher, ob da die jetzt nicht noch heftiger werden. Ich glaube schon. Also Lehrlinge, Adepten, das dürfte jetzt noch kein Problem sein, aber dann kommen ja die Heftigen. Ja, Meister und so. Und ja, ich weiß nicht, wie die genau heißen. Was ist denn da? Gespräche mit der Wandbehangmacher, Bandbipapo. Haha, Schmachen. Brauchen wir nicht. Schauen wir weiter. Ich habe da jetzt voll die Panik, habe jetzt die Defensivrüstung und ich denke ja, da wird es dann weitergehen. Ich rieche Schwäche. Ja, da drüben vielleicht. Die Tür ist von der anderen Seite versiegelt. Ich habe da zwei Targets. Eins, zwei, drei, sechs Stück. Leute, wo sind denn die alle? Und beide sind weg. Unsere Adrenarin-Jungs. Ja. Wie werden die gleich einmal respawnen lassen? Ich rieche Schwäche. Da ist wer. Ich warte nur, bis es genug Energie gibt für den zweiten, weil unser Feenthal ist ja auch mit von der Partie. Da hauen wir gleich einmal einen runter. Und verbesserter Schutz. Das werden wir jetzt beibehalten. Wo sind denn die alle? Irgendwie habe ich da jetzt voll die Panik, Leute. Ah, was wir haben, haben wir. Wir nehmen da mal das Gold mit. Also wenn das sechs Zauberer sind, dann sind wir schön am Arsch. Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Schleichen wir hier kurz mal. Ich bin jetzt so nervös, dass ich fast nicht dokumentieren kann. Da oben sind ein paar. Und wir werden da einfach... Ah, da hinten ist auch einer. Wir werden da ein paar Jungs vorschicken. Die Welt ist voller... Und wir könnten dem auch gleich einmal helfen mit ein wenig Feuer oder was, ja? In die rechte Hand. Feuermagier Adept. Feenthal haut er auch rein. Jetzt reicht es! Zeigt mir, was ihr könnt! Wer ist denn das da? Auch Adept. Wir nehmen da gleich einen doppelten. Egal, vielleicht schaffen wir das. Aha. War's das? Schauen wir uns um. Ich sehe keine Targets zurzeit mehr. Und unser Ziel ist da oben. Aber wir könnten uns da ja noch umsehen ein wenig. Aber wir schleichen da weiter. Also wir hatten sechs Ziele. Jetzt schauen wir mal, wer da alles gestorben ist. Der ist verbrannt. Zwergendolch hatten wir auch noch nicht. Das nehmen wir mit. Da ist nichts Besonderes.
da oben ist ein Erzpyromant gewesen. Hallo Leute. Stab der Feuerbälle. Und ja. Ah, da müssen wir rein. Das machen wir dann auch gleich. Gold, großer Seelenschein, mächtiger Seelenschein. Zwergenhelm der Wasseratmung war das jetzt. Ja, cool. Und die, ja, die machen wir uns selber, die brauchen wir nicht. Wir hatten jetzt 3, ja, von 6. Soweit ich jetzt richtig gezählt habe. 1, 2, 3. 1, 2. Also sehe, ja, entweder 4, 3 oder 4 fehlen uns da noch. Ich speichere mal kurz ab. Ja. Und wir schauen uns da weiter um. Ah, da können wir ruhig mal rein, denke ich. Da ist es so hell, ich weiß nicht warum. Oh, fuck, was ist denn jetzt los? Hallo? Leute, was ist denn jetzt passiert? Ist das ein Bug? Also die Magie macht ja auch recht einen Wirbel da. Feenda lebt, unsere Jungs sind auch noch mit von der Partie. Und ich schleiche da einfach mal drauf los. Ja, und einer ist schon wieder gestorben, nehme ich an, ja. Aber ganz leise diesmal. Egal, wir sind schon entdeckt, was soll das jetzt? Abgeschlossen, begib dich nach Morwunskar. Such in Morwunskar nach Selm und dem Stab. Ja, hallo Leute. Da seid ihr ja. Ich hab schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Was ist denn das für eine illustre Runde hier? Ah, Sam, okay. Da seid ihr ja. Ich hab schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Ah, alles kein Problem. Was für eine Reise, wo sind wir? Ich dachte, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert. Ihr hattet eine große Nacht. Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Ich habe alles, was für die Reparaturen nötig ist. Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Das Zeug könnt ihr wegwerfen. Wisst ihr? Was ist das? Das war eigentlich nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Und genau das habt ihr getan. Ich bin seit mindestens 100 Jahren nicht mehr so gut unterhalten worden. Sanguin, ja, das war alles also nur ein dummen Jungenstreich. Nur ein Streich? Nur ein Streich? Der dädrische Herr der Ausschweifungen gibt sich nicht mit einfachen Streichen ab. Auch wenn all das vielleicht als kleine Belustigung angefangen hat, war mir schon bald klar, dass sie einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgibt. Warum ich? Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich überdenke meine Entscheidung nicht immer gründlich. Aber ihr habt Großes vor euch. Vielleicht könnte euer alter Onkel Sanguine dafür sorgen, dass euer Kurs sich ein wenig ändert. Ja, danke, das glaube ich wohl. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen. Es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Wow, und was jetzt? Was war das jetzt? Also hat er jetzt Onkel Sanguin gesagt, ja? Ein Daedra-Fürst als unser Freund. Cool. Warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Und jetzt? Was ist denn jetzt los? Wir sind jetzt wieder in der Kaschemme in Weißlauf, gell? Ich schau mal nach. Beflaggte Meere, ja klar.
Und wir schauen gleich mal nach, was der uns da jetzt für einen Stab gegeben hat. Waffen, was haben wir? Unsere, den magischen Dolch. Sanguins Rose. Sanguins Rose, Schaden 0, Gewicht 10, Wert 2087, beschwört für 120 Sekunden einen Tremor. Ja, na, guck mal, nicht schlecht. Ja, wir haben dann noch einen Stab der Feuerbälle. Was ist denn jetzt los? Stab des Schutzgeistes. Aha. Aha, was wir alles haben. Ja, toll, Leute. Ja, ich finde, wir können da schon weitermachen. Okay, das war's diesmal. Und ich schaue jetzt gleich, ob ich die Riesensee endlich mal verkaufen kann. Oder wegpacken. Ich brauche von dir nichts eigentlich. Ja, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter, wenn ihr am Laufenden bleiben wollt. Wir machen da jetzt klar Schiff. Ich hau dann in der nachfolgenden Sendung, im nachfolgenden Video einfach ein paar Outtakes rein, weil ich bin da in dieser Festung gestorben. Einmal wegen Blödheit und einmal habe ich in Feendal gekillt. Deswegen habe ich da jetzt das noch einmal aufgenommen. Ist aber nicht so gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Es war nicht schwierig unbedingt, aber ich glaube, wir haben drei Gegner ausgelassen. Und das macht mich schon ein wenig stutzig. Aber wurscht. In diesem Sinne, Leute, freut euch auf die Takeouts, die sind recht witzig. Und wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Euer Toso. Ciao.